Servus Grill Community, willkommen bei Ted's Barbecue. Heute gibt's mal nichts Fleischiges. Heute machen wir mal eine Beilage und zwar ein selbstgemachtes Kräuterbutter, Knoblauch, Baconbrot. Und wie wir das machen, das zeige ich euch gleich. Viel Spaß! Für unser Brot, für unser Knobi Kräuter Baconbrot brauchen wir natürlich Bacon. Hier haben wir uns so einen Focaccia-Teig besorgt, den rollen wir gleich mal aus. Dann habe ich gestern schon eine Knobi-Kräuterbutter angesetzt, die hat jetzt 24 Stunden lang im Kühlschrank geruht. Und dann haben wir zum Abschluss noch ein bisschen Mozzarella so geriebenen und ja, dann bauen wir das gute Stück jetzt mal zusammen und dann sehen wir uns gleich. Ausgerollt. Wir verteilen jetzt mal die Kräuterbutter hier drauf. Die habe ich natürlich schon aus dem. Boah, übel. Die habe ich natürlich schon frühzeitig aus dem Kühlschrank genommen. Die verteilen wir jetzt hier großzügig drauf. Ich habe extra keine Kalorien reingepackt, weil davon hat ja niemand was, ne? Also ist auf jeden Fall eine Low Carb Beilage. Leider haben wir noch keine Geruchscam, weil die Kräuterbutter riecht wirklich einmalig. Da sind 4 Knoblauchzehen dran, ein Pfund Butter, dann leicht angeröstete Zwiebeln. Die habe ich in der Pfanne kurz angebraten. Ein paar Gewürze, bisschen Petersilie, bisschen Basilikum und ein bisschen Chili. Das war es eigentlich. So, das verteilen wir jetzt hier. So, und den Rest, den könnt ihr einfach nehmen, ein bisschen Kräuter, normales Baguette, abends zum Grillen. Die hält sich ja auch ein bisschen. Da könnt ihr den Rest auf jeden Fall noch verwerten. Das war jetzt ein bisschen viel. So, darauf streuen wir jetzt den Käse. Packung hätte man natürlich auch schon mal aufschneiden können, ne? Aber gut. So. Dann verteilen wir jetzt ein bisschen von dem Mozzarella drauf. Und dann drehen wir das gleich. Versuchen wir das gute Stück jetzt mal zu rollen. Da haben wir das gute Stück. Dann machen wir die Enden ein bisschen zu, dass nicht so viel rausläuft. Bisschen den Teig zusammendrücken. So. Dann breiten wir jetzt mal den Bacon aus, weil es noch nicht Kalorien genug sind. Und beginnen wir das Ganze jetzt noch mit Bacon. Das baue ich jetzt mal kurz zusammen und dann packen wir es in den Ofen. Ich denke mal, eine halbe Stunde braucht das Brot. Und
Ja, wir sind jetzt noch auf einer Feier eingeladen. Das habe ich jetzt schon vorbereitet. Das nehmen wir jetzt gerade mit. Dann werfen wir das bei den Freunden in den Ofen und dann sehen wir uns wieder, wenn wir es anschneiden. So, kleines Zwischenfazit. So sieht das jetzt aus. Jetzt können wir hier noch ein bisschen Rosmarin dazwischen. Und dann packen wir das gute Stück mal ein, damit es mit uns auf Reisen gehen kann. So sieht das gute Stück aus. Schön im Becken jetzt eingewickelt. Wie gesagt, kommt eine halbe Stunde in den Ofen, so für 180 Grad. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Bis gleich. So, unser Knoblauch, Bacon, Kräuterbaguette ist jetzt fertig. Es war jetzt noch eine halbe Stunde im Ofen. Oben ist es auf jeden Fall schon mal goldbraun. Jetzt gucken wir mal, dass es auch innen so schön wird, wie es außen ist. Wir schneiden das jetzt mal an. Es riecht auf jeden Fall schon mal sehr knoblauchlastig. Weiß gar nicht warum. Das sieht doch eigentlich ziemlich gut aus. Wunderbar mit dem Käse, wie das verläuft. Außen der knusprige Bacon. Das probieren wir jetzt gleich mal, damit ich euch auch sagen kann, ob das sich auch lohnt, überhaupt zu machen, ne? Ist nur ein bisschen warm. Also ich glaube, am besten macht ihr das, wenn ihr am nächsten Tag frei habt, wegen Geruchsbelästigung am Arbeitsplatz. Super saftig innen drin, super lecker. Der Teig ist noch so ein bisschen fluffy. Außen ist es schön knusprig. Also, wenn ihr mal wieder Bock auf ein geiles Kräuterbaguette habt und nicht eins für 50 Cent vom Jahr vom Supermarkt um die Ecke, baut das Ding mal nach. Super geil. Ich schneide das jetzt noch klein, das gibt eine Riesensauerei, aber ich denke, es lohnt sich. Auf jeden Fall nachgrillen, nachbauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da oder einen Kommentar, vielleicht auch ein Abo. Und ja, ich schneide es jetzt auf. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, bis bald.